Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Es ist Frühling geworden. Frühling? Nun ja, Anfang April in Deutschland vielleicht noch nicht so ganz, aber in Norditalien schon. Was also liegt näher, als bei tollem Wetter in den Frühling zu fliegen? Meistens determiniert ja das Wetter meine Flugpläne. Und so ist es auch dieses Mal. Nach dem Studium der Wetterkarten und einer kurzen Überlegung, was ein schönes Ziel sein könnte, steht fest, ich fliege nach Elba. Jene kleine italienische Insel im Nationalpark Archipel Toskana im Tyrrhenischen Meer, zwischen den Inseln Korsika, Sardinien und dem westlichen italienischen Festland. Sie ist vor allem für ihre Sandstrände bekannt und war von 1814 bis 15 Napoleons Verbannungsort. In diesem ersten Teil meiner Elba-Trilogie geht es mir darum, beispielhaft zwei Wege aufzuzeigen, welche relativ leicht zu fliegen sind und worauf man beim Durchflug durch Norditalien auf dem Weg in die Toskana achten sollte. Im Teil 2 und 3 werde ich dann neben etlichen sehr sehenswerten Landschaftsaufnahmen auch den Großteil des Fluggeschehens sowie des Funkverkehrs dokumentieren, sodass man einen recht guten Eindruck davon bekommen kann, was es heißt, in Italien unterwegs zu sein. Denn schließlich müssen wir zunächst über die Alpen, dann auch noch über den Apennin. Beides ist wettertechnisch nicht zwingend einfach. Und ein paar Kontrollzonen liegen auch noch im Weg herum. Ich war ja schon mal mit meinem Flieger auf Elba. Das war im Juni 2018, als wir von Korsika kommend nach Venedig weitergeflogen sind. Aber aus dem Rheinland auf einem möglichst kurzen und landschaftlich interessanten Weg nach Elba zu fliegen, das war nun auch für mich neu. Also gut, schauen wir uns das mal an. Der Einfachheit halber gehe ich jetzt davon aus, dass wir in Bonhangela starten. Also gebe ich jetzt mal den Start- und Ziel-Airport ein und schaue, wie das konkret aussieht. Schon auf den ersten Blick sieht man, dass wir so mitten durch Zürich und die Schweiz fliegen müssten. Bisher war das eigentlich kein Problem. Ich war seit 2019 etliche Male in der Schweiz und habe nur gute Erfahrungen gemacht. Auch mit Durchflügen, auch durch kontrollierte Lufträume. Leider sieht das die Schweizer Regierung seit August 2021 nicht mehr so und hat, wie etliche andere europäische Staaten, wie etwa Frankreich oder Belgien auch, weitgehende Beschränkungen für ausländische UL-Luftfahrzeuge erlassen. Mit Genehmigungsverfahren und Kosten bis zu 260 Schweizer Franken. Naja, es fällt mir sehr schwer, mich hier nicht zu echauffieren. Es ist wieder einmal, finde ich, ein europäisches Desaster. Anstatt Europa und die Menschen zu verbinden, baut man hier zusätzliche Hürden auf. So wird es nie was mit der Völkerverständigung. Aber zurück zur Planung. Die Schweiz ist also tabu. Außerdem könnte ein 5-Stunden-Flug aus verschiedenen Gründen schwierig werden. Was bietet sich stattdessen an? Natürlich Hohenems, wieder einmal. Der Bogen um die Ostschweiz bleibt uns aber natürlich nicht erspart. Dann sähe das Routing so aus. Also planen wir dann doch lieber gleich mal den Flug von Hohenems nach Elba. Für diesen Flug würden wir dann auch einen entsprechenden Flugplan aufgeben. 278 Meilen in 3 Stunden, na, das klingt doch wunderbar. Um die Schweiz zu ignorieren, eignet sich der Waypoint Natac besonders gut. Er liegt genau auf der Grenze, was ein wichtiges Kriterium für einen ordentlichen Flugplan ist. Der Kusam liegt direkt auf unserem Weg, den nehmen wir gleich mal mit. Und damit wir auch landschaftlich auf unsere Kosten kommen, haben wir entschieden, dem Gardasee mal wieder einen Besuch abzustatten. Daraus ergeben sich dann die Waypoints Mofor und Ipcaf. Die City a Verona ignoriere ich hier erst einmal, auch um Flughöhen kümmern wir uns erst einmal nicht. Ich komme später in der Detailplanung wieder darauf zurück. Im weiteren Verlauf bietet sich nun hier der Ripdu an. Und hier unten dann der Olkis. Die City a Pisa lassen wir ebenfalls zunächst unberücksichtigt. Wir wollen auch an dieser Stelle zum Meer hinunterfliegen und dann der Küstenlinie folgen. Als letzter Punkt vor Elba ist deshalb der Asfol gut geeignet. So sieht unsere Route nun aus. Schauen wir jetzt mal aufs Navlog. Alle 30 Minuten soll ein Flugplan einen Waypoint ausweisen. Daran halte ich mich, vor allem wenn es, wie hier, leicht realisierbar ist. Denn der Renta liegt ebenfalls auf der Route und wir können auch den Naturschutzgebieten noch ausweichen. Damit wäre das grobe Routing fertig. 300 Meilen in gut 3 Stunden. Genau so habe ich den Flugplan auch aufgegeben. Kommen wir nun zur Detailplanung.
So kann man das natürlich nicht fliegen. Nach dem Start in Hohenems müssen wir erst einmal auf rund 11.000 Fuß steigen. Und das geht nur, wenn man hier dem Wallgau folgt. Achtung, hier ist noch die Schweizer Ecke. Ich würde es nicht darauf ankommen lassen, das abzukürzen. Wenn man will, kann man das Naturschutzgebiet hier komplett meiden. Aber wenn man 1700 Fuß AGL fliegen kann, ist das ohnehin kein Problem. Dann fallen wir aus 11.000 Fuß hinunter zum Gardasee und bereiten uns auf den Durchflug durch die Kontrollzone Verona-Villafranca vor. In Italien ist es üblich, einen solchen Durchflug nicht vom Tower koordinieren zu lassen, sondern von einem Anflugradar. Wir rufen also Verona Approach und bitten um Durchflug von Peschiera del Garda, Whiskey One, nach Mantova Süd, Sierra One. Man darf sich auch nicht davon irritieren lassen, dass in Italien meistens nicht die Kürzel Whiskey One oder Sierra One genannt werden, sondern der ausführliche Name des jeweiligen Meldepunktes oder sogar irgendein Ortsname irgendeiner kleinen Ortschaft, die da gerade in der Nähe ist. Das ist sehr ungewohnt, weil das bei uns in Deutschland nicht so gehandhabt wird. Wenn man das aber weiß, kann man sich darauf gut vorbereiten. Südlich Mantova haben wir einen Delta-Luftraum, den wir unterfliegen. Etwas später können wir dann wieder auf 2500 Fuß steigen. Diese Restricted Area 103 unterfliegen wir ebenso wie den Mailand CDA Sektor 6. Kurz vor dem Ripdu passt es genau. Hier kommt nun der Apennin auf uns zu und wir müssen wieder kräftig steigen. Diese beiden Naturschutzgebiete kann man auch umfliegen, falls man die 1700 AGL nicht einhalten kann. Aber 6500 Fuß braucht man hier unbedingt. Dann plötzlich sieht man schon das Mittelmeer und nimmt Kontakt mit Pisa Approach auf. Da man sich zu diesem Zeitpunkt auf Flight Level 065 befindet, rechnet der Lotse damit, dass man seinen Luftraum auch etwa in dieser Höhe kreuzen will. Das geht natürlich auch, aber wir haben ja Zeit und finden einen Flug entlang der Küste außerdem viel schöner. Also teilt man dem Lotsen frühzeitig diese Absicht mit, dann ist es auch kein Problem. Der erste Meldepunkt auf 1000 Fuß ist dann der Via Reggio. Der zweite heißt Marina di Pisa, der dritte Süd di Livorno und der letzte ist der Cecina. Komischerweise liegt der in einer Restricted Area, sodass man den Punkt dann hier abkürzen muss. In dem Bereich Asphol ist es dann ratsam, wieder etwas zu steigen, denn der Tower Elba liegt hinter zwei Hügeln, man versteht ihn ohnehin erst relativ spät. Diese Ecke hier oben heißt West Chavo und bildet den Meldepunkt November Echo 1. Seine Position zum Anflug meldet man also am besten relativ zu diesem Punkt. Und dann geht alles recht schnell. Aufgrund der Hügel muss man hier bei südlichen Winden tatsächlich zwei Turns fliegen. Es ist empfehlenswert, den Anflug tief zu beginnen, denn das Gelände vor der Schwelle 1.6 fällt deutlich ab. Bei nördlichen Winden schickt der Tower die Flieger ohnehin auf die Insel Südseite. Der Anflug auf die 3.4 ist deutlich einfacher. Das war's. Nun sind wir auf Elba. Schauen wir uns nun auch gleich den Rückflug an. Für den Heimflug haben wir uns überlegt, dass wir einen Zwischenstopp in Trento einlegen wollen. Aber wir nehmen nun einen anderen Weg. Wir werden der Küste ab Pisa noch etwas weiter nach Norden folgen und dann zwischen den Kontrollzonen von Bergamo und Brescia hindurchfliegen. Das geht, wie wir gleich sehen werden, sogar ohne Freigaben. Aber wir werden Elba natürlich nicht ohne eine komplette Umrundung verlassen. Den nordwestlichen Teil konnten wir ja schon auf dem Hinflug sehen. Nun fliegen wir quasi eine 8, um auch allen anderen Küstenbereichen der Insel einen Besuch abzustatten. Wenn man den Tower vorher über seine Vorhaben informiert, ist das überhaupt gar kein Problem. An dieser Stelle sollte man sich spätestens abmelden. Danach bekommt man, zumindest unter 2000 Fuß, keinen Kontakt mehr zum Tower, weil hier diese beiden Hügel den Funk fast komplett abschatten. Wenn wir Elba Trento eingeben, ergibt sich dieses Routing. Das wollen wir aber so nicht fliegen. Deshalb setze ich hier erstmal einen willkürlichen Punkt. Den Asfol kennen wir ja schon. Hier oben wähle ich nun den Flugplatz Massa Cinquale. Der könnte durchaus auf späteren Reisen mal ein Ziel sein. Er liegt sehr attraktiv direkt am Meer. Und hier an dieser Stelle befinden sich die Carrara Marmorsteinbrüche. Das könnte auch mal ganz interessant sein, das aus der Luft zu sehen. Weiter im Norden finden wir als nächstes den Ekpal. Das hier ist die CTA Piacenza, die wollen wir ja meiden. Und hier liegt der Delta-Deckel auf 2000 Fuß, da können wir also leicht drunter bleiben. Also wähle ich den Lokdi als nächsten Punkt. Und hier Ipnan.
Hier oben bietet sich eigentlich nur der Oskor an. Danach der Tagib und dann ist Trento schon fast erreicht. So sieht nun unser Routing für den Rückflug aus. Und die Zeiten passen auch alle. Die Detailplanung ist ebenfalls einfach. Wir nehmen an der Küste dieselben Punkte wie beim Hinflug. Am Flugplatz Massa Cinquale fliegen wir noch vorbei, um dann Richtung Carrara nach Norden zu drehen. Die Höhen der Naturschutzgebiete kennen wir bereits. Hier oben gibt es noch zwei Deltas. Einmal diesen hier mit 1500 Fuß, die CTR selbst, die wir ja meiden wollen. Deshalb lege ich den Waypoint mal hierhin. Und schließlich ist da noch die nördliche Begrenzung mit einem 2500 Fuß Deckel. Da können wir dann ebenfalls darunter bleiben. Wir lassen den Lago di Seo links liegen und fliegen lieber über die beiden sehr kleinen Seen Lago d'Idro und Lago di Ledro. Die hier eingezeichnete Route kann man bedenkenlos fliegen, wenn man viel Vertrauen in seinen Motor hat. Das Tal ist so eng, dass man das Gefühl hat, im kolumbianischen Regenwald unterwegs zu sein. Wobei man auch diesem Biotop sehr leicht ausweichen kann. Die Szene des Durchflugs vom Ledro durch eine V-förmige Bergformation hinunter zum Gardasee ist eine der spektakulärsten Wege, die man hier finden kann. Hat man Riva del Garda und Rovereto erst einmal hinter sich gelassen, sind es nur noch ein paar Minuten bis Trento. Und nun, last but not least, werfen wir auch noch einen kurzen Blick auf das letzte Leck, für das auch wieder ein Flugplan nötig ist. Auch hier fliegen wir nicht den direkten Weg, sondern wollen das Stilfserjoch, den Reschensee und den Arlbergpass mit Lech und Zürs noch besuchen. Ich gebe also zunächst wieder Start- und Zielort ein und überlege, wie ein gescheites Routing aussehen könnte. Das rote Ausrufungszeichen ist ein NotAm und weist aus, dass der Airport Trento an manchen Montagen von 7 bis 8 geschlossen ist. Der Wind kommt von Süd, wir drehen also nach Norden und hier bietet sich gleich der D-Bax an. Und da wir wieder bis auf 10 bis 11.000 Fuß steigen müssen, nutzen wir das Edge-Tal, um diesen Steigflug bequem managen zu können. Den Gungo werden wir also bestimmt noch brauchen. Hier am Stelvio eignet sich der Suxan sehr gut und den Natak nehmen wir wieder als Waypoint für den Grenzüberflug. Über dem Reschensee wollen wir zwecks Fotos wieder tief fliegen, da brauchen wir wieder etwas Zeit, um über diese Berge zu hüpfen. Da sind die Punkte Tirol und Kusam genau richtig. Und das ist dann gleich auch unser Routing für den Flugplan. Ein Blick aufs Flightlog zeigt, dass die Punkte nicht weiter als 16 Minuten auseinander liegen. Das passt also sehr gut. Zur Detailplanung gehört noch, dass wir das hier später wohl nicht genau so fliegen können, denn hier stehen richtig hohe Berge im Weg herum. Wir werden also einen Bogen fliegen müssen. Hier etwa steht die im Reschensee versunkene Kirche, an der wir relativ nah vorbeifliegen wollen. Danach geht's ins Inntal und zwar so lange, bis wir hier hoch genug sind, um Richtung St. Anton zu drehen. Wir fliegen also über den Arlbergpass sowie Lech und Zürs und dann wieder Richtung Bludenz. Dieses Hanggleiter-Areal umrunden wir lieber, da könnten durchaus ein paar Schirme unterwegs sein. Danach fliegen wir den ganz normalen Approach für Hohenems. Womit wir am Ende des ersten Teils angekommen sind. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich und motiviert zu eigenen Planungen und Flügen. Das jedenfalls ist das Ziel dieses Videos. Belohnt wird man mit einer fantastischen Insel, auf der man leicht ein paar Tage verbringen kann.